Und damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute Magic Pen. Das heißt nicht nur Play, bestes Hauptmenü. In diesem Spiel muss man Formen erschaffen, damit der rote Ball zur Fahne gelangt. Solche Zeichenspiele gibt es zuhauf. Eventuell spiele ich dann später mal andere dieser Art. Aber heute nur das hier. Da kommt er noch rüber mit einem kleinen Sprung. Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, kann ich jetzt schon mal sagen. Manchmal muss man da wirklich ein bisschen rumfriemeln. Genaues Zeichnen ist hier jedenfalls vorteilhaft. Ja, wie man im Hauptmenü sah. Ja. Wie man im Hauptmenü sah, habe ich schon ein bisschen wieder angezockt. Wie so oft eben. Oh, das muss jetzt aber ein Sprung werden. Sonst, ja, das dachte ich mir schon. Und da treten die ersten Probleme auf. Denn hier habe ich es nicht geschafft, die richtige Form da so zu haben. Wie sehr resette ich das jetzt? Da. Muss schon richtig sein von der Höhe. Na, es könnte wieder etwas schwierig werden, oder? Oh je. Drück dann nochmal. Nochmal drücken! Ja, jetzt haben wir's. Nochmal anstoßen. Daneben. Aber ging ja gut. Und hier habe ich dann tatsächlich aufgehört, weil jetzt, ja, wird's dann doch ein bisschen gemein. Ich will das da oben gar nicht machen, wie mir das vorgeschlagen wird. Naja, was soll's. Dann muss ich's wohl machen. Man kann hier so eine Art Schraube platzieren. Und jetzt kann das gar nicht funktionieren, weil das andere Teil da noch ist. Ja, ich mag das nicht, dieses Rumgeschwinge hier. Ich krieg das nicht hin. Warum? Von der Ausrichtung schaffe ich das nicht. Ja, doch, das war besser. Das war definitiv besser als alles, was ich bisher gemacht habe in dem Level. Dennoch scheint es Probleme zu geben. Nun komm, Mann, ey. Drück den hoch da, bitte. Nein, das wird noch dauern. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ich werde mit diesem Level nicht warm. Ich werde absolut nicht warm mit diesem Level. So, bitte. Wow! Na los, jetzt, wir haben es doch gleich. Ich musste da was rausschneiden, weil das echt ein bisschen zu friemelig war. Was ist das? Muss ich hier alle erwischen? Oh wow. Wie mache ich das denn am besten? Moment, da muss ich mir was überlegen, wie ich überhaupt über das Loch komme. Restart. Warte. Oh, nee, so war das eigentlich nicht gedacht. Moment. Wieso macht ihr das denn in so einer Form? Ich wollte eigentlich so eine T-Form haben, dass da solche Balken da reingepresst werden. Macht er aber nicht. Das. Was war das gerade für eine Musikstelle? Muss man das verstehen? Ich glaube, ich weiß, wie ich das lösen muss. Moment. Muss wahrscheinlich echt so eine Riesenform da hinsetzen, damit das. Ich habe das zu kompliziert gemacht. Ich muss ja nur, dass es da stehen bleibt. So, ja. So, jetzt macht man hier so einen riesen Dings hin. Nein, das muss da halt stehen bleiben. Ja, genau. Na, oh. Naja, Moment. Na, das wird jetzt aber spannend. Das wird jetzt richtig spannend hier, das Level. So, jetzt, damit er nicht davon rollt. Damit er nicht davon rollt, genau. So, das ist alles weg, das ist alles weg. Aber wie soll ich denn daran jetzt kommen? Moment, Moment. Das geht irgendwie, denke ich. Irgendwie muss das ja gehen.
Los, 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 los! Ach, nein, drück doch dagegen, ey. Man, drück doch! Das kann was... Oh Moment, das Ding muss noch weg da. Oh wow, was passiert hier? Das ist echt super heftig, was hier gerade abgeht, ne? Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn den da hochkriegen? Geht doch gar nicht. Das geht gar nicht, oder? Wie soll ich ihn denn da hochbekommen? Jetzt habe ich den schon mal nach unten platziert. Ja. Also es gibt hundertprozentig leichtere Varianten, das zu lösen, als ich es mache. Ich mache es eher auf die komplizierte Art und Weise. Naja. Was los? Nö. Fliegt das Ding erstmal da quer rüber, weißt du? Dann muss ich es wohl nochmal auf so eine Methode machen. Nein. Nein. Das rollt da rund. Mann, das ist so klobig alles hier. Was drückt den da noch hoch? Wieso denn? Mann, oh. Ja, los. So, dass wir einen Stopper hinstellen, damit er da schon mal ist. Nö, er rutscht wieder runter. Oh! Nein, drück den Stopper, mach einen Stopper dahin, mach einen Stopper dahin, dass er wieder nicht da runterrollt. Ja, jetzt ist er schon mal da. Er ist schon mal da, Leute. Ich werd wahnsinnig, ey. Ich werd irre. Meine Güte, das ist das beschissenste Spiel der Welt, ey. Oh. Oh. Ich hab in den letzten Sonntagsfolgen so oft Spiele, die mich einfach nur quälen, weil ich nicht vorankomme, Mann. Hochdrücken, 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 hochdrücken. Jetzt rollen die da rauf. Das ist, wow, ich versage echt am 6. Level hier komplett, Alter. Jetzt ist gerade alles weggerutscht. Nein, vergiss es, Alter. Ich lass mir diesen Sieg jetzt. Nein, ich lass das jetzt nicht zu, dass ich jetzt verliere, Alter. Und wenn ich da jetzt 50 Formen da hinsetzen muss, dass der jetzt nicht abstürzt, Alter, fick dich. Ich werde das jetzt nicht zulassen, dass ich jetzt verliere. So, jetzt habe ich es wieder irgendwie gerettet. Ich krieg den noch hier rein. Ich schwöre, ich kriege diesen Ball dann noch in die Fahne rein. Egal wie. Egal wie. Und wenn ich den da wirklich rein mit Millimeter... Oh, 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 oh. Das hat jetzt echt 6 Minuten gedauert, ne? Und dann kommt so ein Level. Willst du mich verarschen? Nach dem Level kommt sowas. Ich meine, gut, jetzt hänge ich hier auch, aber trotzdem. Vom Prinzip her ist das doch 50 Millionen mal einfacher. Also entweder habe ich überhaupt nicht gecheckt, wie man das Level davor hätte lösen sollen. Oder das wird halt wirklich komplett einfach danach. Das war nix. Das war gar nix. Ey. Oh ne. Das checke ich überhaupt nicht. Wie soll ich das denn machen? Okay, das wird jetzt wirklich so, wir kommen an einem Punkt an, wo ich echt überhaupt keine Ahnung mehr habe. Jetzt rutscht doch alles weg. Vielleicht jetzt einen Moment. So. Und dann kann man das ja erstmal wieder fetten. Oh.
Nein, das hält ja nicht. Also drückt den da doch durch. Merkt man, wie mir dieses Spiel auf einmal überhaupt keinen Spaß mehr macht, oder? Ey, Leute, ernsthaft, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr, ne? Es ist echt nicht vorteilhaft, wenn man ein Spiel präsentieren will, das Leute ausprobieren könnten und dann im Spielverlauf, also im Videoverlauf, so angeekelt ist von diesem gesamten Zeug hier, dass man selber keine Lust mehr hat und es dann... Nee, ich bin durch! Ich bin durch! Ich bin durch! Das war dieses Spiel. Mach... Moment, ich habe eine Idee. Ich habe noch... hab eine Idee, habe ich noch. Eine Idee habe ich noch, was ich machen kann. Pass auf. Ah. Oh mein Gott, ich bin ein Genie. Ich hab's rausgekriegt, wie man das locker machen kann, dass man darüber kommt. Jetzt pass auf, das kann man noch viel ein. Nein, 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 ich bin doof. Aber nein, das Level löse ich noch. Das Level löse ich noch. Das mache ich jetzt noch. Pass auf. Ne, das kann man sogar noch einfacher machen. Man kann das sofort verbinden. Oh. Und dann kann man das ja sogar noch so quer nehmen, dass man da... Oh, wow. Wieso bin ich darauf erst jetzt gekommen? Das geht ja so viel leichter. Na, warte. Ah, jetzt muss ich ihn wieder raufkriegen, ne? Jetzt muss ich ihn da wieder raufkriegen. Ja, ich hätte das... Moment, 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 Moment. Eraser, 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 Moment. Oh, die Musik schwackt schön, also. Das Level löse ich auf jeden Fall noch. Oh, wow! Das ist so nicht geplant. Das rollt runter, ja. Das haut aber hin, das haut hin, Leute. Das braucht hier was hin, dass er nicht da abhaut. Ja. Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das jetzt, dass der dann nicht abstürzt gleich. Auch das haben wir, da haben wir schon die Idee. Na, das geht so nicht anscheinend. Also das könnte theoretisch funktionieren. Moment. Ja. Ja! Wow! Und ja, ab dann könnt ihr gerne selber probieren. Ich bin durch. Das war dieses Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.